Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ja in einer der letzten Folgen uns beschäftigt mit dem Millenniumzyklus in Jesaja und der umfasste das Kapitel 52 bis Kapitel 59, Kapitel 60 und zeigt eigentlich die komplette Heilsgeschichte, ja? Die Ankündigung des Friedensreiches Jesu Christi aus dieser alttestamentlichen Perspektive heraus. Und dann natürlich auch den leidenden Christus in Jesaja 54, die Gemeinde Jesu, die Wiederannahme Israels, das Gericht über die Nationen und die schlussendliche Aufrichtung des Königreiches Jesu Christi im Millennium. Ja. Deswegen habe ich das Millenniumzyklus in Jesaja genannt. Und jetzt möchte ich euch gerne noch die letzten Kapitel zeigen, so in so einer Übersicht. Ja. Von Kapitel 60 fangen wir dann nochmal an bis Kapitel 66. Das habe ich genannt, die Abschlussrede des Messias Christus. Messias Christus ist eine Tautologie, ja, das ist eigentlich eine doppelte Bezeichnung für ein und dieselbe Persönlichkeit, nämlich Jesus Christus. Aber ich glaube, das trifft es ganz gut, weil da alttestamentliche Linien auf neutestamentliche Linien treffen. Und im Neuen Testament ist eigentlich Christus als Christus bekannt, ja, aber aus dem Alten Testament ist er der Messias. Heißt aber dasselbe, ja, Christus ist griechisch und heißt der Gesalbte und Messias ist hebräisch und heißt auch der Gesalbte. Aber ich habe mir gedacht, diesen etwas seltsamen Titel da einfach zu wählen, weil ich glaube, das trifft den Geschmack von dem, was wir uns hier anschauen. Ja, die Abschlussrede des Messias Christus. Das Schlusswort in Jesaja hat nicht Jesaja, sondern Christus. Das finde ich gut. Ja, das ist richtig, das gebührt ihm auch so. Das letzte Wort hat er, ja, in der Weltgeschichte und auch im Propheten Jesaja. Und ich möchte euch in so einem Hubschrauberflug ganz kurz einen Überblick geben über diese letzten 6 Kapitel. Wenn ihr das versteht, was hier passiert und euch dann in eurer stillen Zeit die Zeit nehmt und diese Kapitel lest, dann könnt ihr besser nachvollziehen, was hier überhaupt behandelt wird, was da Inhalt, was da Thema ist. Da kann man sich eine Excel-Tabelle machen, kann man die Kapitel dann in verschiedene Spalten aufdröseln und dann kann man sich das so ein bisschen erschließen, den Text. Und dann hat man eigentlich von Kapitel 52 in Jesaja bis Kapitel 66, also über 15 Kapitel, einen Überblick über das, was da behandelt wird. Ja? 15 Kapitel von 66, das ist fast 25% von Jesaja. Und dieser lange Prophet, der ja 66 Kapitel hat, der wird plötzlich ein bisschen griffiger, ein bisschen greifbarer. Ja? Und dann ist man ein bisschen besser zu Hause in Gottes Wort. Also genug der Vorrede, wir starten mal. Ich lese vielleicht einfach mal diese Überschriften hier, die ich hier für die einzelnen Kapitel gegeben habe, und dann gehe ich mal so kurz durch, einfach, dass man mal so einen ersten Rundumschlag hat. Kapitel 60 habe ich schon überschrieben: Israels zukünftige Herrlichkeit im Millennium. Ja, Israels zukünftige Herrlichkeit im Millennium. Kapitel 61: Der Auftrag Jesu Christi an Israel und an die Welt. Kapitel 62, Jerusalems zukünftige Herrlichkeit im Millennium. Ja, Kapitel 60 war noch Israels zukünftige Herrlichkeit und Kapitel 62 ist Jerusalems zukünftige Herrlichkeit im Millennium. Dann kommt Kapitel 63, Christi Tag des Gerichts, der Tag der Rache, nach Gebet des Überrestes, Doppelpunkt die Erhörung und auch die Erlösung. Ja. Dann kommt Kapitel 64, das Bußgebet des Überrests. Da handelt es sich um den Überrest, der sich während der 70. Jahrwoche, also gegen Ende der 70. Jahrwoche von Israel, bei der Entrückung und unmittelbar nach der Entrückung in die belagerte Stadt Jerusalem flüchtet und dort dann den herannahenden Antichrist erwartet, der nochmal in die Stadt brechen wird. Und der dann schlussendlich, dieser Überrest wird dann schlussendlich von Jesus Christus dann auch befreit. Das ist das, was Paulus in Römer 11 schreibt. Ja, ganz Israel wird gerettet werden oder das, was dann noch von Israel übrig ist. Also Kapitel 64 beschreibt dieses Bußgebet. Dann Kapitel 65, die Nationen und ein Überrest aus Israel erkennt den Messias Christus. Die Nationen und ein Überrest aus Israel. Das ist die Gemeinde Jesu, die hier beschrieben wird. Ja. Wie steht hier? Ich werde gesucht von denen, die nicht nach mir fragten. Ich werde gefunden von denen, die mich nicht suchten, zitiert Paulus auch im Neuen Testament. Ja. Die Nationen und ein Überrest aus Israel erkennen den Messias Christus. Und dann Kapitel 66, da habe ich drüber geschrieben, die Wiedergeburt Jerusalems. Und wenn man durch diese Kapitel durch ist, dann kann man eigentlich wieder an den Anfang von Jesaja gehen. Dann schließt sich nämlich der Kreis. Und der Anfang von Jesaja, der ist dann auch Kapitel 1, der Erlöser wird kommen.
Kapitel 2, das Friedensreich Jesu Christi. Kapitel 3, Gericht durch Verfall in Israel. Kapitel 4, Hoffnung für den Überrest. Kapitel 5, das Weinberglied. Kapitel 6, Jesajas Gottesoffenbarung, also wo Gott ihm erscheint und die Engel rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Und Jesaja sagt, ich vergehe, ja, ich habe den Herrn Zebaoth gesehen. Und er dann seinen Auftrag bekommt, der Jesaja. Und dann das erste Kapitel nach dieser Gottesoffenbarung, die Jesaja hatte, ich glaube, dass er da Christus gesehen hat, in seiner Gottheit. Das erste Kapitel, was danach folgt, ist Kapitel 7, die Belagerung Jerusalems. Eine Jungfrau oder eine junge Frau wird schwanger und wird den Immanuel gebären. Das heißt, das erste Thema, was Jesaja bekommt, nachdem er Christus gesehen hat in seiner Gottheit, ist, dass er von der Wiedergeburt Jerusalems schreibt. Das ist was Großes, ja? Das ist etwas Großes. Und mit dieser Wiedergeburt Jerusalems endet dann ja auch Jesaja. Also man sieht, da ist ein Kreis, da schließt sich ein Kreis in diesem Buch Jesaja. Als kleine Eselsbrücke kann ich euch sagen, mit einigen Ausnahmen sind eigentlich die ersten Verse in den Kapiteln gleichzeitig auch sowas wie eine Kapitelüberschrift oder eine Kapitelzusammenfassung. Ja? Und wir gehen jetzt mal durch die Kapitel durch, dann zeige ich euch die Schlüsselverse und dann sind wir schon am Ende. Ja? Also Kapitel 60, Israels zukünftige Herrlichkeit im Millennium, habe ich mir die ersten vier Verse als Schlüsselverse aufgeschrieben, ja? Um zu verstehen, wovon handelt dieses Kapitel. Da steht, mache dich auf, werde Licht. Nicht Jerusalem, sondern ganz allgemeine Anrede. Ja? Da ist nichts von Jerusalem die Rede. Und ich glaube, dass da einfach Israel in Gänze gemeint ist. Ja? Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Das heißt, nach der 70. Jahrwoche, wenn dann die Erlösung Israels naht, dann werden die Völker in Dunkelheit sein, in Finsternis. Und ich befürchte, dass uns das bevorsteht. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir, in Klammern Israel. Und die Nationen werden in deinem Lichte wandeln und die Könige im Glanz, der über dir aufgeht. Also nicht in dem jetzigen Israel, ja, was die Rabbiner so für sich in Anspruch nehmen, sondern erst dann, wenn Christus kommt. Wenn Christi Licht leuchtet, dann werden die Heiden auch im Licht Israels wandeln können, weil dann Israel Licht von Gott hat. Ja? Das ist aber nur der Abglanz Gottes. Das ist nicht das, was die Rabbiner sich jetzt da für sich in Anspruch nehmen. Ja. Dann Vers 4. Hebe deine Augen auf und siehe umher. Diese alle versammelt kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Warum wird Israel dann gesammelt? Weil Israel, der moderne Staat Israel, nochmal zerstreut werden wird. Das, was wir heute als Israel sehen, das wird zerspalten, das wird zerbrechen in zwei Teile, in den Norden und den Süden. Und die Israelis, die wir heute kennen, werden nochmal in die Gefangenschaft geführt werden. Das glaubt niemand, ja, das wird auch, hört man auch kaum in den einschlägigen Veröffentlichungen oder Predigten dazu, aber das wird nochmal kommen, denn hier steht ja, dass die auch wieder gesammelt werden. Ja? Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Das ist die Israels zukünftige Herrlichkeit im Millennium. Dann, weil Christus das Wort hier hat, berichtet er uns von dem Auftrag, den er hat. Das ist Kapitel 61, der Auftrag Christi an Israel und die Welt, in Klammern Gnade und Gericht. Da schreibt Jesus, sagt Jesus, muss man fast sagen, Jesaja 61, Vers 1, sehr bekannt, der Geist des Herrn ist über mir, darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet würde. Dann Vers 2, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Traurigen und so weiter. Das ist ein ganz interessanter Vers. Einmal natürlich, weil Christus hier sagt, wozu er gekommen ist, nämlich für zweierlei. Einerseits den Gefangenen die Freiheit und den Gebundenen zu sagen, dass ihnen geöffnet werde und die zerbrochenen Herzen zu verbinden und ein gnädiges Jahr des Herrn zu verkünden. Und auf der anderen Seite einen Tag der Rache unseres Gottes. Also zwei Aufträge. Einmal ein gnädiges Jahr des Herrn zu verkündigen. Das ist die Phase, in der wir uns jetzt befinden. Ja, Gottes Gnadenzeit in Christus. Alle Menschen, die glauben an Jesus, können dazukommen und können Heil und Frieden und Vergebung ihrer Sünde finden in ihm.
Und der zweite Punkt ist, dass er auch einen Tag der Rache unseres Gottes verkündigt. Einen Tag der Rache, wenn Christus wiederkommt auf dem Ölberg und der Gottlosigkeit der Welt ein Ende machen wird. Das sind die beiden Aufträge, die Christus hat. Und die stellt er uns hier vor. Ja, die Abschlussrede des Messias Christus. Das Interessante dabei ist, dass dieser Vers 2 in Jesaja 61, könnt ihr mal nachprüfen, den zitiert Jesus in Lukas 4, als er in der Synagoge aufgefordert wird, die Lesung zu halten. Ja, da wird ihm die Jesaja-Rolle gereicht und dann macht er die auf und dann trifft er auf diese Stelle in Jesaja 61 und dann liest er diese Verse in der Synagoge vor. Und er liest die Verse, das ist ganz spannend, der liest die Verse bis in die Mitte des Verses 2 und dann stoppt er. Ja, er liest also, er hat mich gesandt, Gott hat Christus gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Punkt. Er schließt die Rolle, setzt sich und sagt, diese Worte sind heute vor euren Augen erfüllt. Und dann geht der Tumult los. Ja? Das heißt, Jesus hat diesen Vers 2 in der Mitte auseinandergeschnitten. Warum? Weil er sein Wort kennt. Ja, der kannte das Alte Testament. Er kam damals, um zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Er kam damals, um zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Er kam damals nicht, um einen Tag der Rache unseres Gottes zu verkündigen, sondern damals kam er mit der Gnadenbotschaft. Der einst, wenn er wiederkommt, dann kommt er für diesen Tag der Rache. Und weil Jesus sein Wort so gut kennt, schneidet er den Vers hier in der Mitte auseinander und liest ihn nur so weit, wie er auch erfüllt ist. Setzt sich dann hin und sagt, diese Worte aus Jesaja 61, Vers 2 sind heute vor euren Ohren erfüllt. Wann denn? Bei seinem ersten Kommen. Also redet ja Jesaja 61 vom ersten Kommen Christi und vom zweiten Kommen Christi. Und Jesus zeigt uns, dass diese Zeit, dass das zwei Ankünfte sind. Warum? Weil er diesen Vers 2 in der Mitte auseinanderschneidet. Hochexakt ist das Wort Gottes, ja, hochexakt. Also man bekommt langsam ein bisschen Überblick über das, was hier steht. Und dann geht es natürlich dann weiter in Jesaja 61, möchte jetzt aber nicht alles lesen, weil es sonst zu lange wird. Ich will euch nur so einen Hinweis geben, so einen kleinen Anstupser, dass man versteht, was hier passiert. Und dann kann man das in seiner eigenen Bibellese nachvollziehen. Dann kommt Kapitel 62, Jerusalems zukünftige Herrlichkeit im Millennium. Jetzt geht es um Jerusalem. Vers 1, Jesaja 62, Vers 1. Um Zions Willen will ich nicht schweigen. Jetzt geht es um Jerusalem. Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis dass ihre Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und ihr Heil entbrenne wie eine Fackel. Dann wird Jerusalem Welthauptstadt sein. Dann. Ja? Dann. Nicht jetzt. Dann. Weil die Rabbiner aber das Neue Testament nicht haben, weil die nicht glauben, dass der Messias schon gekommen ist. Deswegen beziehen sie die Dinge alle auf sich. Ja, in völliger Unkenntnis der Situation. Aber die Christen sind auch nicht besser. Ja, wir machen da ähnliche Fehler auch mit irgendwelchen Vorstellungen, die wir da haben, die sich so bei uns festsetzen. Aber hier geht es jetzt um Jerusalems zukünftige Herrlichkeit im Millennium. Dann kommt Kapitel 63, Christi Tag des Gerichts, wo er ja in Kapitel 61 von gesprochen hat. Ja? Da steht in Vers 4 jetzt, ist nicht der erste Vers, ich habe mal Vers 4 hier als Schlüsselvers mir rausgeholt. Denn ich habe einen Tag der Rache mir vorgenommen, das Jahr, die meinen zu erlösen, ist gekommen. Ja, hier spricht er von diesem Tag der Rache, den er in Kapitel 61 schon mal angedeutet hatte, ja, weswegen er in Lukas 4 noch nicht kam. Aber dann, in Kapitel 63, steht von diesem Tag der Rache, das Jahr, die meinen zu erlösen, ist gekommen. Und ich sah mich um und da war kein Helfer. Und ich verwunderte mich und niemand stand mir bei, sondern mein Arm musste mir helfen und mein Zorn stand mir bei. Das sind Verse, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Ja? Christus allein wird das tun, in großer Kraft, in Vollmacht Gottes. Und der Ruhm wird ihm allein gebühren und er gehört ihm auch, weil er sein Leben auf Golgatha geopfert hat und weil er diese Schande ertragen hat und diese Schmach, nicht nur auf Golgatha, sondern auch bei seiner Höllenfahrt und auch seit 2000 Jahren, wo sein Name mit allem möglichen Schmutz belegt wird. Seit 2000 Jahren hat Jesus Christus Geduld, ja, mit all diesen Beleidigungen, die da in der Welt über seinen Namen gehen. Ja. Aber dann kommt er zur Rache und dann steht ihm sein Zorn bei, sagt er, mein Arm musste mir helfen. Das ist der Tag der Rache Christi. Das wird dann sein, wenn er auf den Ölberg kommt.
Wenn er auf den Ölberg kommt, wird aber in Jerusalem ein kleiner Überrest seines Volkes ausharren und auf ihn warten. Die Zeit, die hier beschrieben ist, ist folgende. Gegen Ende der Gemeindezeit, gegen Ende der 70. Jahrwoche steht sich der Antichrist und Assyrien in Harmageddon gegenüber. Die Bibel sagt aber nur, dass diese Könige dort gesammelt werden zur großen Schlacht. Die sagt nicht, dass diese Schlacht stattfindet. Warum findet die nicht statt? Nach meiner Überzeugung deswegen, weil etwas sehr, sehr Großes passiert. Etwas, was ein 200 Millionen Heer davon abhält, gegeneinander zu kämpfen. Das muss etwas Großes sein. Und das ist die Entrückung. Denn die Entrückung ist groß. Da gehen weltweit die Gräber auf. Das wird die beiden Armeen so schocken, dass die voneinander ablassen. Sie sind total desorientiert. Und in einer okkulten, finsteren Verblendung ziehen die dann nach Jerusalem rauf. Warum? Weil ein Teil von diesem Volk Israel, was mit dem Antichristen im Bund ist, die Entrückung sieht. Und die sind so geschockt darüber, weil in der Offenbarung 11 steht ja, dass die zwei Zeugen in den Himmel entrückt werden und ihre Feinde sie sehen. Und ihre Feinde geben Ehre dem Gott des Himmels. Wer gibt Ehre dem Gott des Himmels? Naja, dieser Überrest aus Israel, der mit dem Antichrist im Bund ist, speziell die aus Nordisrael, die kehren um zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Damit fallen sie aber vom Antichristen ab, flüchten nach Jerusalem, verschanzen sich dort in die Ruinen Jerusalems und warten gegen Ende der Jahrwoche auf zwei Dinge. Einmal in großer Angst darauf, dass der Antichrist darauf stürmt mit den Assyrern. Diese ganzen 200 Millionen ziehen rauf nach Jerusalem und werden dort im Kidrontal versammelt, sagt das Alte Testament, ich glaube Joel. Ja? Und Gott wird dort die Heiden richten. Alle. Ja? Das ist dieses Szenario, was wir da haben. Und die werden nochmal in die Stadt brechen und nochmal die Weiber schänden und nochmal Juden da töten in Jerusalem. Und in diese irrsinnige Situation kommt Christus auf den Ölberg und befreit dann seine Stadt und richtet dann sein Reich auf. Und das ist die Situation, die uns hier beschrieben wird. Ja? Das ist das, wo Christus sagt hier in Vers 4, denn ich habe einen Tag der Rache mir vorgenommen, das Jahr, um die Meinen zu erlösen. Und das ist auch das, was in Kapitel 64 beschrieben wird, in diesem Bußgebet dieses Überrests, der dann in den Ruinen Jerusalems wartet. Die gehören nicht zur Gemeinde Jesu. Warum? Weil die Entrückung gerade geschehen ist. Nach der Entrückung gibt es keine Wiedergeburt mehr. Nach der Entrückung und im tausendjährigen Reich gibt es einen Glauben wie im Alten Testament. Ja? Der Glaube im Alten Testament war auch ohne Wiedergeburt. Ja? Wiedergeburt gibt es seit Pfingsten und gibt es bis zur Entrückung. Davor nicht und danach nicht. Aber es ist nochmal ein anderes Thema. Ja? Und dieser Überrest, der ruft ein lautes Bußgebet. Und davon steht in Jesaja 64, Vers 1. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Das ruft der Überrest, der in Jerusalem ist. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie heißes Wasser vom heftigen Feuer versiedet. Die Städte deines Heiligtums sind zur Wüste geworden. Das ist jetzt Vers 10, habe ich als Schlüsselvers noch mitgenommen. Die Städte deines Heiligtums, die Städte Israels, ja, die Städte deines Heiligtums sind zur Wüste geworden. Zion ist zur Wüste geworden. Jerusalem liegt zerstört. Daniel sagt, es wird Verwüstung geben. Es wird Verwüstung bis zum Ende geben. Es wird einen Gräuel der Verwüstung geben. Und es wird eine Vernichtung ausgegossen über diese Verwüstung. Das sagt Daniel. Und das ist das, was hier in Jesaja 64, Vers 10 steht. Die Städte deines Heiligtums sind zur Wüste geworden. Zion ist zur Wüste geworden. Jerusalem liegt zerstört. Das ist dieses Bußgebet des Überrestes, die umkehren und Gott anrufen und sich von Herzen zu ihm bekehren. Ja? Und dann kommt Vers 65. Ich glaube, dass hier in Kapitel 64 ein Abschluss ist, ja, weil dann Christus sein Reich auch aufrichtet. Und jetzt kommen diese beiden letzten Kapitel, Kapitel 65 und Kapitel 66, und die sprechen von der Gemeinde Jesu. So als ob Jesus sagt, das ist eine große Geschichte, die ich hier euch erzähle. Ja? Das ist die Geschichte, wenn ich komme, um von einem gnädigen Jahr des Herrn zu berichten und von einem Tag der Rache. Aber das, was mir besonders am Herzen liegt, mehr noch als die irdische Geschichte des irdischen Volkes Israel, ist die Geschichte meiner Gemeinde, meiner Leibesgemeinde, der Gemeinde, die mein Leib ist, von der ich das Haupt bin, der Gemeinde, die meinen Geist hat, die einen Teil von mir in sich hat. Petrus sagt, dass wir teilhaftig werden der göttlichen Natur durch die Wiedergeburt. Ja?
Adam hat zu Eva gesagt, als er Eva sieht, sagt er, das ist ja Bein von meinem Bein. Christus, wenn er die Gemeinde sieht, sagt, das ist ja Geist von meinem Geist. Und mit dieser Gemeinde Jesu, die sein Leib ist, hört Jesaja auf. Warum? Weil er auch damit wieder anfängt. Ja? Dann können wir verstehen, was in Jesaja 55 und 66 geschrieben steht. In Jesaja 55 steht, ich werde gesucht von denen, die nicht nach mir fragten. Das sind wir Heidenvölker, wir Nationenchristen, ja, die nichts nach Gott gefragt haben. Wir haben Gott gefunden in den letzten 2000 Jahren. Ich werde gesucht von denen, die nicht nach mir fragten. Ich werde gefunden von denen, die mich nicht suchten. Ja, das bist du und das bin ich und das sind alle, die an Jesus glauben. Ja. Zu den Heiden, die meinen Namen nicht anriefen, sage ich, hier bin ich, zweimal. Ja. Zu den Heiden, zu den Nationenvölkern, die meinen Namen nicht anriefen, aber jetzt anrufen, dann sage ich, ich bin da, hallo, hier bin ich, ja, zweimal. Also, ob er sich freut darüber, ja, wunderschön, wunderschöne Verse. Die Nationen und ein Überrest aus Israel erkennen den Messias Christus. Das war Vers 1 und Vers 2 steht, ich recke meine Hände aus den ganzen Tag zu einem ungehorsamen Volk, das seinen Gedanken nachwandelt auf einem Weg, der nicht gut ist. Das ist das, was er über Israel sagt, ja? Das ist Jesaja 65, Vers 2. Ich recke meine Hände aus den ganzen Tag zu einem ungehorsamen Volk, in Klammern Israel, das seinen Gedanken nachwandelt, statt Gottes Wort, auf einem Weg, der nicht gut ist. Ja? Dass die Gemeinde Jesu zustande gekommen ist, liegt daran, dass Israel beiseite gesetzt worden ist. Ja? Das hat Platz gemacht für die Gemeinde Jesu. Aber Gott wird dieses Volk auch wieder annehmen. Aber hier redet er von denen, die nicht nach mir fragten, denen, die ihn nicht suchten, den Nationen, den Heiden, die meinen Namen nicht anriefen, sage ich, hier bin ich, hier bin ich. Ja? Das ist der Inhalt von Kapitel 65. Da beschreibt Jesus nochmal, wie die Gemeinde Jesu zustande kommt. Finde ich schön. Fast der Höhepunkt von Jesaja, oder? Der Höhepunkt. Auch der ganze Prophet redet ja davon. Gerade so die Anfangskapitel, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9 haben wir ja schon angeschaut. Ja? Und hier schließt auch Gott selber in Christus mit diesem Thema der Gemeinde Jesu. Wunderschön. Und so dann auch Kapitel 66, Vers 1. Ich habe Kapitel 66 überschrieben mit dem Wort die Wiedergeburt Jerusalems. Vers 1 steht, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fußbank. Was ist's denn für ein Haus, das ihr mir bauen wollt? Oder welche Stätte, da ich ruhen soll? Ein Tempel aus Stein in Jerusalem? Sagt Gott, aller Himmel, Himmel können mich nicht fassen. Aller Himmel, Himmel habe ich geschafft. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen? Also das mal so in Richtung derer, die glauben, dass Israel da noch unbedingt einen Tempel bauen muss oder dass der Tempel Voraussetzung wäre dafür, dass also ein steinerner Tempel den Juden errichten, in Eigensinn und in Unkenntnis dessen, dass der dritte Tempel die Gemeinde Jesu ist. Also alle die, die glauben, dass dieser Tempel notwendig wäre, damit der Messias kommen kann, also den kann man eigentlich Jesaja 66, Vers 1 zurufen. Vers 2 steht, meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ja, was wollt ihr mir denn für einen Tempel bauen? Er kommt doch, wann er will, nicht wann, wenn Juden einen Tempel bauen. Ich sehe aber an den Elenden und der zerbrochenen Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort, den sieht er an. Also alle von euch, die sich elend fühlen, die unter ihrer Sünde seufzen, die einen zerbrochenen Geist haben und die sich vor seinem Wort fürchten, die sollen wissen, dass Gott sie hört. Das steht hier. Ja? Ich sehe aber an den Elenden und der zerbrochenen Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Gott sieht euch an. Hier bin ich, ruft er. Ja? Gott schaut euch an. Großer Trost für alle, die verzagt sind. Ja? Und dann kommt natürlich hier mein Thema, Jesaja 66, Vers 7. Im letzten Kapitel von Jesaja, sie gebiert, ehe ihr Wehe wird. Sie ist genesen eines Knaben, ehe denn ihr Kindsnot kommt. Zion, Jerusalem, wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Naja, wir Christen. Wann denn? Naja, zu Pfingsten. Als Jerusalem zu Pfingsten vor 2000 Jahren geboren hat, ohne in Wehen gekommen zu sein, weil sie damals war die Stadt nicht belagert, ja? Wer hat solches je gehört, wer hat solches je gesehen? Kann auch, ehe denn ein Land die Wehen kriegt, ein Volk auf einmal geboren werden? Ja, erst kommen doch die Wehen und dann kommt die Geburt. Aber Jerusalem hat vor 2000 Jahren zu Pfingsten geboren, ohne belagert zu sein, ohne Wehen gehabt zu haben, hat Zion geboren. Sollte ich das Kind lassen, die Mutter brechen?
und nicht auch lassen geboren werden, spricht der Herr. Ja, soll das Kind bis in den Geburtskanal kommen, aber dann nicht auch geboren werden? Sollte ich, der Herr, der gebären lässt, verschließen, spricht dein Gott? Also das ist ein Hinweis auf die Wiedergeburt Jerusalems zu Pfingsten. Das heißt, Jesaja 66 lässt uns hinschauen auf Pfingsten. Ja, 700 Jahre später, 800 Jahre später, wann immer Jesaja geschrieben worden ist, ja, schaut Jesaja 66, das letzte Kapitel aus Jesaja, schließt mit einer Vision auf das Pfingsten, wo die Gemeinde Jesu geboren werden wird. Christus redet von seiner Leibesgemeinde. Das ist das, der Zyklus hier, den wir sehen. Und dann Jesaja 66, Vers 20 und 22 möchte ich noch kurz lesen. Und sie werden alle eure Brüder aus den Heiden zusammenbringen. Herzubringen, steht hier, ja. Also sie werden alle eure Brüder aus allen Heiden herzubringen. Warum? Weil die zerstreut gewesen sind. Dem Herrn zum Speisopfer auf Rossen und Wagen, auf Sänften, auf Maultieren und Dromedaren, gehen Jerusalem zu meinem heiligen Berg, spricht der Herr, gleich wie die Kinder Israel. Denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir stehen, spricht der Herr, also soll auch euer Same und Name stehen, nämlich ewiglich in Christus. Das ewige Leben. Ewiglich soll euer Name stehen in Christus, so wie er einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Herrlich. Und dann kann man wieder an den Anfang gehen von Jesaja, der Erlöser wird kommen, sein Friedensreich, Gericht durch Verfall, Hoffnung für den Überrest, das Weinberglied, dann Jesajas Gottesoffenbarung und dann das Zeichen des Emanuel, die Wiedergeburt Jerusalems in Jesaja 7. Und so schließt sich der ganze Kreis. Merkt ihr, das ist hochexakt, super strukturiert, didaktisch klug, voller Inhalt, voller Trost, voller Wahrheit, voller schöner Perspektive für die Ewigkeit und für die Zukunft, die Christen haben, ja. Das finde ich großartig. Und dann frage ich mal einfach, auch die, die so kritische Kommentare auch immer wieder machen, auch zu Daniel oder zur Offenbarung oder so, wenn ich die Aussagen mache, habt ihr auch so eine Perspektive, so einen Überblick über die Bibel? Habt ihr auch so einen Überblick über Jesaja? Kennt ihr diese Strukturen aus Jesaja? Das, was wir hier gemacht haben oder auch diesen Millenniumszyklus? Könnt ihr Römer 12 in seinen alttestamentlichen Kontext einordnen und so Römer 12 verstehen? Oder erzählt ihr nur das nach, was ihr gehört habt? Habt ihr so einen verengten Tunnelblick auf Daniel 9, Vers 27, ja, wo ihr irgendwas zu wisst? Oder habt ihr die breite Sicht von Daniel, die Einbettung und die Bezüge von Daniel, die in Jesaja, in Jeremia und in älteren Bibelstellen sind? Habt ihr das? Kennt ihr das? Oder kennt ihr das nicht? Und kommt deswegen immer zu anderen Ergebnissen. Wenn ihr Daniel 9 auslegen wollt oder die Offenbarung oder auch andere Stellen, dann müsst ihr die Bücher lesen, die älter sind als Daniel, die früher in der Bibel stehen. Warum? Naja, der Engel kommt zu Daniel und sagt, ich will dir zeigen, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht. Und zwar zur Zeit von Daniel. Und wenn ihr Daniel 9 lest, dann seht ihr, dass Daniel sagt, ich achtete in den Büchern auf die Zahl der Jahre, die für Jerusalem bestimmt sind, 70 Jahre wüst zu liegen. Ja? In welchen Büchern? In dem alttestamentlichen Kanon, der offensichtlich zur Zeit von Daniel schon bestand. Und Teil dieses Kanon war der Prophet Jeremia, den er gelesen hat in Jeremia 25. Wisst ihr das auch? Wenn ihr dieses Wissen nicht habt, dann müsst ihr zuhören. Ja? Denn ohne dieses Wissen und ohne diese Bezüge zu machen in andere Stellen der Bibel, ohne diesen breiten Blick, den ich euch hier zeige, könnt ihr diese Stellen nicht verstehen, weil man die dann aus dem Zusammenhang reißt. Weil aber im Buch der Wahrheit, wo der Engel kommt und sagt, Daniel, ich will dir zeigen, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht, weil das ältere Bücher sind als Daniel, nämlich Jeremia und Jesaja und die ganze alte Tanach bis zum Buch Daniel, und weil in diesen Büchern nirgendwo das Römische Reich vorkommt, jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, ja, kann das Römische Reich in Daniel auch nicht gemeint sein. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Das Römische Reich kommt im Alten Testament ja überhaupt nicht vor. Wenn der Engel aber dem Daniel die Daniel-Prophetie zeigen will und sagt, dass er ihm zeigen will, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht, und wir diese Andeutung eines Kanon in Daniel 9 finden, dann müssten wir ja im Alten Testament alles finden, was der Engel Daniel in Daniel erklärt. Ja? Und da gibt es kein Rom. Aber das mal dahingestellt.
ihr braucht diesen breiten Blick, ihr braucht dieses breite Bibelwissen. Ja, und in dieses breite Bibelwissen muss das, was man zu Daniel sagt, Daniel 9, Daniel 11, zur Offenbarung 13 und 17 und all diese ganzen Dinge, muss in diese ganzen anderen Bezüge passen. Wenn das nicht passt, dann ist das nicht richtig. Ja, so einfach ist das. Da stellt sich aber immer dann die Frage, ob man den Auslegern oder den Auslegungen glaubt. Ja? Der Paulus schreibt mal was ganz Interessantes und damit möchte ich schließen. Er schreibt im Epheser 3, Vers 1, der halben ich, Paulus, der Gefangene Jesu Christi für euch Heiden, wie ihr ja gehört habt von dem Amt der Gnade Gottes, die mir an euch gegeben ist, das mir ist kund geworden, dieses Geheimnis durch Offenbarung, nämlich das Geheimnis der Gemeinde Jesu. Dass mir kund geworden ist, dieses Geheimnis durch Offenbarung, wie ich droben aufs Kürzeste geschrieben habe. Hat er im Epheserbrief, hat er im ersten Kapitel mal so kurz skizziert, was die Gemeinde ist. Ja? Und jetzt schreibt er ihnen, ihr könnt das ja sehen, an dem, was ich euch geschrieben habe, dass mir dieses Geheimnis durch Offenbarung kund geworden ist, wie ich oben kurz geschrieben habe, daran ihr, wenn ihr es lest, merken könnt, mein Verständnis des Geheimnisses Christi. Also der Paulus sagt, ihr könnt das ja lesen, was ich euch geschrieben habe. Und an dem, was ich euch geschrieben habe, könnt ihr verstehen, mein Verständnis des Geheimnisses Christi. Lest es doch nach, schaut es an, prüft es nach an der Bibel und dann seht ihr, dass das wahr ist. Das schreibt der Paulus. Ich finde das toll, weil das, was er da prophezeit hat und was er dort ausgelegt hat, verifizierbar ist an dem, was er geschrieben hat. Ja? Versteht ihr das? Das finde ich deswegen gut, weil alle Zweifler und Kritiker des Wortes Gottes ihre Zweifel und ihre Kritik, die natürlicherweise auch vorhanden sind und auch gar nicht schlimm sind, die können diese Kritik am Wort Gottes messen und können gucken, ob die Bibel wahr ist oder nicht. Ja? Und wenn ich solche Bezüge sehe hier in Jesaja, dann muss ich sagen, das ist Gottes Wort. Und dieses Wort Gottes ist aller Annahme wert. Das ist wahr. Und wenn diese großen Linien wahr sind und stimmig sind, dann sind auch die kleinen Linien wahr. Ja? Dass Gott das geknickte Rohr, ich habe das ja öfter schon gesagt, ich sage das immer wieder und sage das auch gerne, dass Gott das geknickte Rohr nicht brechen wird und den glimmenden doch nicht auslöscht. Das heißt, wenn euer Glaube nur so ganz klitzeklein ist, so ganz klitzekleiner Funke ist, dann genügt das. Dann genügt das. Ja? Ihr braucht kein großes Bibelwissen, keine große Erkenntnisse oder keine großen Redner zu sein oder irgendwelche Leute, die große Vorträge halten können. Ja? Wem es gegeben ist, der soll da drin auch sich bewähren und soll das Wort Gottes auch ordentlich und gut an die Gemeinde weitergeben. Aber um zu Jesus zu kommen, brauchen wir nur so ganz klein bisschen Glaube. Und nicht vergessen, die Letzten sind die Ersten und die Ersten sind die Letzten. Ja? Das Maß des Glaubens und die Rangstellung, wenn man das überhaupt so sagen will, in der Ewigkeit bestimmt der Herr und bestimmt nicht irdisches Können oder Tun. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja? Ich wollte euch das nur zeigen, die Abschlussrede des Messias Christus. Ja? Christus am Ende von Jesaja kommt selbst zu Wort, schreibt von seinem Auftrag, den er hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Dann kommt Jerusalems zukünftige Herrlichkeit im tausendjährigen Reich. Um Zions Willen will ich nicht schweigen. Da kommt Christi Tag des Gerichts. Ich habe mir einen Tag der Rache vorgenommen, die meinen zu erlösen. Und dann die Aufrichtung des Reiches Christi im Millennium. Das Bußgebet des Überrests. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Ja? Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest. So herzzerreißend ist dieses Gebet, dass es Himmel zerreißt, dass Christus kommt. Ja? Und dann die Gemeinde Jesu in Kapitel 65 und 66. Ich werde gesucht von denen, die nicht nach mir fragten. Und dann Kapitel 66. Sie gebiert, ehe ihr Wehe wird. Sie ist genesen eines Knaben, ehe denn ihr Kindsnot kommt. Wunderschön, ja? Gottes Wort aller Annahme wert. Das soweit zum, wie habe ich jetzt genannt? Zur Abschlussrede des Messias Christus. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.